Gefährliche. Das haben wir nicht kommen sehen. Das haben wir nicht kommen sehen, Digga. Viel Spaß mit Beziehungstest-Time. Die ersten 1000 Kommentare werden geliked. Let's go. Hey. What's up? What's up? Okay, bin gespannt, was mich erwartet. Ich nicht. Ich weiß, was dich erwartet. Okay. Aber du hast keine Angst, ne? Nein. Wie ist denn dein Name? Meiner. Es fängt schon mal gut an, ja, deiner. Mandy. Jackie. Biuna. Biuna. Alles cool. Dein bürgerlichen, ne? Dein bürgerlichen Namen. Er heißt auch Joker. Ich heiße auch Joker. Er heißt Joker, oder? Von 6 Fragen, was denkst du, wie viele du richtig beantworten wirst? Ich hoffe 3. Mindestens die Hälfte. Ich sag 4. 4 von 6. Safe. Mein Auge ist ein bisschen eingerostet. Leute, einmal kurz hier drauf drücken für mein Auge. Ganz kurz da drauf drücken. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wie lange würde er es in einer absoluten Quarantäne mit dir aushalten? Das bedeutet, keiner von euch darf die Wohnung verlassen. Ich schätze mal maximal 5 Tage. Maximal 5 Tage? Maximal 5 Tage. 3 Monate. 3 Monate? Ja. Ja, so, also. Nein, ich hab nur gelacht, mir ist was Witziges eingefallen. Nein, alles cool. Okay, also, so 3 Monate, ne? Ja. Ey, wenn du 2 Wochen gesagt hast oder so, ne? Ja, wenn du 2 Wochen gesagt hast, so wär krass. Ja, 2 Wochen ist schon krass. Ein Monat? Ja. Also eher 1 Monat, ja. Nicht 3 Monate. Nein. Ja. Also letzte Antwort, 1 Monat. 1 Monat. Er liebt dich ja. Vielleicht sagt er so ganz ehrlich, ich würde es sogar genießen, in Quarantäne mit ihr zu sein. Nee. Würde er nicht genießen? Nee. Nach 5 Jahren Beziehung? Ja, eben. Ich glaube sogar länger. Du glaubst sogar länger? Ja, länger als 1 Monat. Oh, sie sagt länger. Ja, dann bleibe ich bei meinen 3 Monaten. Ja, doch 3 Monate, ne? Nicht 1 Monat. 3 Monate, ja? Ja. Okay. Er meinte 5 Tage. Ehrlich? Hallo? Hallo? 5? Ja. Okay. Kann ich mehr. Es fängt gut an. 2 Wochen. Genau 2 Wochen. Genau 2 Wochen. Boah, das haben wir schon mal gemeistert. 3 Wochen. Nicht länger, weil er liebt dich. Nein. Irgendwann rastet er. Ich sag so 3 Wochen. Vielleicht so 2. 3 Wochen. Aber vielleicht 2. 2 bis 3. Musst du entscheiden. 3. 2. 3. Sagen wir 4. 3. Sagen wir 2. Nein, wir sagen 3. Ah, es war aber 2. Er meinte, 2 Wochen würde es aushalten, oder? Aber warum lügt er? Warum lügst du? Warum lügst du? Warum ich lüge? Wir waren doch in Quarantäne. In Quarantäne. 2 Wochen. Nein, 2,5. Wochen. Unendlich. Unendlich? Ja. Für immer. Für immer? Ja. Wir sitzen sowieso 24-7 aufeinander. Naja, 24-7, wahrscheinlich geht er auch mal, ne, raus, alleine mit seinen Jungs und so. Ich habe gehört, er geht auch gerne Fußball spielen und so. Aber stell dir vor, er kann das gar nicht mehr machen. Unbegrenzt. Sicher? Ja. Also bis er stirbt so. Ja. Das hoffe ich doch. Das hoffst du? Was wäre, ne, wir spekulieren einfach, was wäre, wenn er was anderes gesagt hätte? Ich würde ihm verzeihen. Aber wenn er gar keine andere Möglichkeit hat, als mit mir in einem Raum zu sitzen, dann muss er das machen. Und ich glaube, Oskar wird das auch machen. War leider richtig, ja. Ein Punkt schon mal. Aber keine Sorge, die Fragen werden immer schwieriger. Würde er es schlimm finden, wenn du mehr verdienen würdest als er? Nein. Aber wie viel Euro hättest du ein Problem damit? Sagen wir, wenn es über 10.000 Euro sind oder, nein, über 5.000 sogar, dann hätte ich schon ein kleines Problem. Ich sehe, okay, ich werde Hausfrau. Nein. Nein? Nein. Gar nicht? Würde er nicht. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Aber was für eine Summe würde er vielleicht dann ein Problem damit haben, dass du mehr verdienst? Also egal, ob du jetzt 1 Million Euro mehr verdienst als er, ist wäre ihm egal. Weil er dich einfach liebt. Ja, er meint sogar noch irgendwas, dass er gerne in der Kitchen stehen würde. Also er würde gerne zu Hause bleiben, du arbeitest, machst das Geld. Das hat er gesagt. Okay, das heißt, egal ob ich jetzt irgendwie... Hallo, sie hat geantwortet. Ich frag doch. Nimm die Antwort an und fertig. Soll ich die annehmen, Schatz? Soll ich die annehmen? Achso, okay, ich weiß auch. Doch, bleib dabei. Soll ich es aber bleiben? Ja, sie bleibt dabei. Okay, war falsch. Hä? Ab 5.000 Euro würde ich zu Hause bleiben. Dann hätte ich ein kleines Problem damit. Bis 5.000 nicht, aber ab 5.000 Euro hätte er ein Problem. Dann ist ja Ihre Antwort trotzdem richtig, weil es ist ja kein Limit gesetzt. Doch, ist ein Limit 5.000 Euro. Ja, aber das ich habe ja keine Zahl genannt. Ja, sie hat ja keine Zahl genannt. War falsch. Nee. Nein. Er hat 5.000 Euro gesagt, sie meinte auf gar keinen Fall, egal wie viel. Also ich würde sagen, gibt's eigentlich nicht, aber okay, wenn sie schon so 1 Million verdient und ich
100 Euro, das wäre komisch. Da müsste ich mich ein bisschen mehr anstrengen. Okay. Gar keine Summe. Gar keine Summe. Dass ich das Geld mit ihm teile und was meines ist auch sein. Also wäre es ganz egal, ob du jetzt irgendwie 100.000 hast oder Millionärin bist oder so. Ja. Ja, ne? Ja. Letzte Antwort? Ja. Ja? Ja. Ja? 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 Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch. Also er meint. Er meint, er fände es nicht so nice, wenn er jetzt irgendwie nur 1.000 Euro verdienen würde und du kommst so mit einer Million nach Hause. Okay. Ist okay, ne? Ja, die Frage ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Es ist schon okay, wenn sie mehr verdient. Wenn es jetzt so 1.500, 2.000 Euro mehr wären, dann müsste ich mir, glaube ich, schon Sorgen machen. Okay, okay. 1.000 Euro mehr? 1.000? Ja. Ich meine, vielleicht ist sie ja stolz und sagst du, ey, ganz ehrlich, sie soll sogar 1.500 bis 2.000 soll sie sogar. Weiß ich nicht. Sag ich mal 1.500. Nicht noch mehr. Oh, du triggerst mich. Wieso trigger ich dich? Nein, ich bleib bei 1.500. Ihr seid ja ein Paar, ihr seid ja ein Team. Ja, das heißt, sein Geld ist dein Geld und dein Geld ist dein Geld. Ja. Ja, das hast du richtig gut. So, aber wenn es dein Geld ist, heißt es ja, du brauchst ja auch weniger Geld von ihm. Das heißt, vielleicht sagt er sogar, ist nicht schlecht. 2.000. Ich hab dich von 1.000 zu 2.000 gebracht. Gehen wir rüber zu den 3.000, dann sind wir uns einig. Ich weiß nicht, und wenn du mich jetzt hier verarschen willst. Ich würde dich niemals verarschen. Wieso soll... Hä? Ich würde dich niemals verarschen. Nein, ich bleib bei 2.000. 2.000? Ja. Guck mal, 2.000 für einen Mann ist schon viel, würde ich sagen, ne? Nein, ich bleib bei meinen 2.000. Wow, ich habe alles versucht, war richtig. Ehrlich? Ja. Ich habe alles versucht. Okay, die nächste Frage ist, ist dein Ehemann auch ein Ehrenmann? Ja. Ehrlicher Typ und so? Ja. Ne? Ja. Ich kann das gar nicht aussprechen. Schatz, ich brauche mal bitte ganz kurz dein Handy. Und zwar ist die Frage, wie heißt der beste Kollege von Oscar? Also er hat mehrere. Walid, Alex, Steven, Dodo, Martin, Kevin. Steven. Steven auch. Ja. Zufälligerweise haben wir hier gerade jemanden, der genauso heißt. Und er soll sich Folgendes vorstellen. Einer seiner besten Kollegen geht seiner Freundin fremd. Mhm. Ne? So, und der Kollege von ihm sagt es seiner Freundin nicht. Würde Oscar es der Freundin von seinem besten Kollegen sagen, ja oder nein? Nein. Ich würde mit denen sprechen, so, das macht man nicht, Jungs, so, das ist nicht ehrenvoll, aber ich würde es der Freundin nicht sagen, das ist deren Sache, die müssen das klären. Okay. Nein, er würde es nicht machen, weil Oscar sich immer aus allem raushält. Weiß ich Bescheid, danke. Ja. Wir wissen noch nicht, ob er das gesagt hat. Aber Oscar unterstützt sowas eigentlich auch nicht. Aber warte, wenn er es eigentlich nicht unterstützt, dann sagt er das. Sowas nicht, aber ich glaube, er wird es nicht sagen. Komm mal kurz mit in die Kamera hier. Komm mal ganz kurz rein. Würdest du es gut finden, wenn er es nicht sagt? Ja. Ja? Also würdest du es tun? Nein. Okay, ja, du kannst wieder raus, bis in der nächsten Folge erst drin. Also, die sind in der nächsten Folge drin. Okay, okay, ich bin so. Auf die Antwort gespannt. Er würde es ihr nicht sagen. Freust du dich? Ich würde es dir sagen. Ach so, er würde es dir sagen, natürlich. Nein. Nein. Würde er nicht sagen? Nein. Safe nicht? Safe nicht. 100% nicht? Ja, 100%. Warum nicht? Ja, weil das ja unter Jungs sowieso nochmal dieser Ehrenkodex und hier und da und Bro-Love. Bro-Love bedeutet ja nicht, dass du deine Ehre verlieren musst. Aber wenn er gegen Fremdgehen ist, dann würde er auch alles dafür tun, dass sowas dann auch bestraft wird. Ja, aber ich glaube nicht, dass er ihr das sagen würde. Würde? Ich glaube, er würde ihm sagen, ey, komm, Dennis, du hast Scheiße gebaut, hier, setz dich hin und sag ihr das. Gehen wir davon aus. Er hat das gemacht und er will es ihr gar nicht sagen. Die einzige Möglichkeit, dass sie es erfährt, ist von ihm. Würde es ihr sagen, ja oder nein? Nein. War richtig. War richtig. Ey, no snitch. Ey, no snitch. No snitch? No snitch. No snitch. No snitch. Ah, das ist so eine 50-50-Sache. Mhm. Ich glaube schon, dass er sagen würde. Vielleicht denkt er sich auch so, ich misch mich nicht ein. Nein, er ist komplett gegen Cheaten und so. Mhm. Er hasst Cheaten. Mhm. Er unterstützt das gar nicht. Okay. Und wenn ja, Er würde es nicht sagen. Würde es nicht sagen. Ich bin mein Freund. Es ist mein Kollege. Ich muss sagen, was denkst du nicht nach? Es ist mein bester Freund. Er cheatet auf seiner Freundin. Was du willst? Nein, hör zu. Ich hätte ihm gesagt, es wäre scheiße, aber ich sag's nicht seiner Freundin, weil er es selber machen soll. Ja. Nicht ich sag's aber ihr. Aber du würdest ihn dazu forcen, ihr das zu sagen. Ja, das hättest du sagen müssen. Ja. Gut. Die Frage ist, ne, würde es denn dir sagen, wenn es bei ihm wäre? Also wenn er mich betrügen würde. Ja, weil das Ding ist, guck mal, wenn es sein bester Freund macht und er sagt es nicht der Freundin von seinem besten Freund, dann würde es ja wahrscheinlich auch erst recht nicht dir sagen, wenn es passieren würde. Von der Logik her eigentlich, oder? Von der Logik her? Ja.
Ja. Aber er würde es mir irgendwann. Irgendwann, wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Ihr seid ja noch 8 Monate zusammen. Wir haben ja noch Zeit. Irgendwann sagt er. Würdest du es ihr sagen, wenn du sie betrügen würdest? Ja. Also würdest du sie betrügen? Nein! Er sollte mir sagen, wie die attraktivste Freundin von dir heißt. Mann! Mann! Oh, sie hat so viele. Oh, so viele? Okay. Oh nein! Nein, ich werd rot. Ich darf nichts sagen. Du darfst nichts sagen? Also sind natürlich alle sehr attraktiv. Alle sind attraktiv. Mhm. Hübsch und sympathisch. Man kann sich unterhalten. Kann ich auch zwei Namen nennen? Denn auch zwei. Also für mich sind es halt eher so Laura und Madeline. Nicht für dich, für ihn. Aber ich glaube auch für ihn. Okay, ja. Weil er immer so guckt so. Nein! Ich frag nur! Sie sind einfach hübsch, ja? Aber er guckt nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort oder eine schlechte Antwort. Ich glaube, es ist eine gute. Er meinte, alle sind schön und nett. Oh, süß. Oh, süß. Ja. Ah, du Elender. Evelyn, genau. Evelyn? Evelyn ist das. Okay, Evelyn. Ah, Die Frage habe ich ihn auch mal gestellt. Mhm. Er meint eigentlich, es gibt niemanden schöneren als ich. Aber wenn er. Wenn er? Jemanden wählen müsste. Müsste. Dann wäre das Priska, glaube ich. Priska. Wenn er jemanden genannt hat. Aber eigentlich sagt er, ich bin die Schönste. Okay, also, aber abseits von Priska dann niemanden. Nein. Nein, 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 Priska. Vielleicht hat er auch niemanden genannt. Ganz kurz, wenn du gesagt hast, ja, dass er antworten muss, dann hat er Priska gesagt. Aber ich bin doch nicht sein Vater. Ich kann ihn doch nicht befehlen. Okay, aber zähl. Wenn du gesagt hast, du musst antworten, dann hat der Priska gesagt. Wenn du es nicht gesagt hast, niemanden. Ist sowieso beides falsch, daher egal. Er meinte, deine schönste Freundin ist Evelyn. Das ist meine Cousine. Ja, sie ist die Schönste. Das ist meine Cousine. Ja, das ist keine Freundin. Das gilt nicht. Das geht nicht. Aber you're actually my friend. Das haben wir nicht kommen sehen. Das haben wir nicht kommen sehen, Digga. Das haben wir nicht kommen sehen. Das haben wir nicht kommen sehen. Er nennt einfach die Cousine. Einfach die Cousine. Ich will nichts Falsches sagen. Ich würde sagen, eigentlich Melissa, ja. Gar keine, ne? Gar keine? Weiß ich nicht, ob er das gesagt hat. Mir würde aber eine einfallen, wo ich weiß, dass er sie hübsch findet. Und das wäre? Jule. Und woher weißt du, dass er Jule hübsch findet? Hat er das schon mal gesagt? Ah, du sagst, dass du Jule hübsch findest. Ja, damals mal. Sagen wir mal, er hat jemand anderes ganz anderes gesagt. Weiß ich nicht, ob er was ganz anderes gesagt hat. Nee. Könnte er denn was ganz anderes gesagt haben? Vielleicht noch Sadia. Also entweder Jule oder Sadia. Ja. Wenn er einen Namen gesagt hat, dann einer von den beiden. Einer von den beiden, aber auf gar keinen Fall eine andere. Nee, keine andere. Entweder er hat keine gesagt, er hat Jule gesagt oder Sadia gesagt. Ich brauche irgendeins davon. Na, hat er Jule gesagt. Er hat Jule gesagt? Ja. Okay, alles drei war falsch. Ehrlich? Er meinte Melissa. Ehrlich? Ehrlich? Nee. Hat er schon öfters erwähnt? Nee, hast du gar nicht. Also wahrscheinlich hat er es öfters gedacht, aber nicht erwähnt. Ja, ich glaube auch. Ich hat öfters gedacht, aber nicht erwähnt. Was für Gemeinsamkeiten hast du mit seiner Ex? Die laufen weg. Sport, sie sind beide weiblich. Also ich kenne seine Ex nicht. Mhm. Ich kann mich null mit ihr vergleichen. Scheinbar hat sie bestimmt schon teilweise ein gutes Herz gehabt, sonst wäre er nicht mit ihr zusammen gewesen. Verstehst du? Und er hat ja auch einen guten Geschmack, ne? Ja. Das heißt, er hatte auch einen guten Geschmack bei seiner Ex, ne? Ja, sie ist nicht hässlich gewesen. Okay. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Überleg, wir haben alle Zeit der Welt. Oskar und ich sind eher so Seelenverwandte und bei ihm war es eher so Gegensätze ziehen sich, glaube ich, an. Okay. Bei ihm und seiner Ex-Freundin. Okay. Glaube ich. Aber wenn sich Gegensätze anziehen und ihr aber gleich seid, werdet ihr euch ja irgendwann trennen. Weil Gegensätze ziehen sich ja an, ja, und ihr seid ja gleich. Aber bei uns ist es einfach... Liebe. Ja. Die Gemeinsamkeiten. Erstens, seid beide weiblich. Oh ja. Ne? So. Und das zweite war, dass ihr beide sportlich wart. Ah ja, okay. Sie war sportlich, sie war fit, hatte einen schönen Körper und so. Okay. warte. Sensibel. Nichts. Gar nicht, ich hab nichts gemeinsam. Ich bin besser als sie. Aber vielleicht gibt es einige Sachen, die ihr gemeinsam habt. Vielleicht, dass wir von seinem Essen essen. Sonst habt ihr nichts gemeinsam? Nein. Aber okay, wenn ihr nichts gemeinsam habt und er hat sie aber auch geliebt, das heißt, dann fehlt dir irgendwas, was er an ihr geliebt hat. Oder? Oder? Er liebt alles an mir einfach mehr und hat sie vergessen. Oder auch nicht. Wir haben nichts gemeinsam. Ich bin besonders. Ihr habt nichts gemeinsam? Nö. Ihr habt nicht beide eine Nase? Ich hab vergessen, wie sie aussieht.
Ihr habt nicht beide eine Nase. Ich hab vergessen, wie sie aussieht. So, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie vielleicht doch eine Nase hat oder nicht. Wir haben nichts gemeinsam. Nichts gemeinsam? Nein. Was meinte, da fetzen wir uns. Der fetzt ihr euch? Da fetzen wir uns. Okay. Er meinte, ihr seid beide sensibel. Ja, okay. Das lasse ich durchgehen. Okay. Aber sonst haben wir nichts gemeinsam. Also doch nicht schlagen? Ein bisschen schlagen kannst du für die Klicks auf den, so weißt du? So, schlag ihn nur ein bisschen für die Klicks auf den. Nein? Und er meinte, ihr seid beide hübsch. You did what? Nein, hat er nicht gesagt. Ihre Augen! You did what? Deine Augen, hä? Was glaubst du das auch noch? Oh, die Faulheit. Faulheit? Ja. Gar keiner eigentlich. Also Isa, wenn komplett. Wenn man Gemeinsamkeit gefunden hat, dann würde mich das ein bisschen beleidigen. Es wird dich ein bisschen beleidigen. Also, aber warte, wieso beleidigen? Das Ding ist, seine Ex-Freundin hat er ja auch geliebt. Ja. Vielleicht war es etwas, was er an seine Ex geliebt hat, was du auch hast. Dann wäre es ja keine Beleidigung. Es wäre ja etwas, was er liebt. Nee, wüsste ich nicht. Was wäre, wenn es etwas Negatives wäre? Oh, dann wäre das nicht ganz so schlimm. Dann habt ihr aber was Negatives gemeinsam. Ja, aber sie hat ja dann nichts Positives mit mir gemeinsam. Und deswegen hatte sich das jetzt endlich für mich entschieden. Ey, ich liebe euch Frauen. Also du willst lieber, dass die Gemeinsamkeit etwas Negatives ist, als irgendwas Positives. Ja, schon. Gehen wir davon aus, er hat etwas Negatives gesagt. Was könnte es sein? Ein bisschen anstrengend bin. Du bist anstrengend? Ja, und sie war auch echt anstrengend. Er meinte, ich will jetzt nur auf dein Gesicht gucken, eure Faulheit. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr? Ich bin nicht so faul. Du bist nicht so faul. Okay. Du bist faul, aber du bist nicht so faul. Ich bin faul, aber ich bin nicht so faul. Würde der beste Freund von deinem Freund für ihn lügen, ja oder nein? Definitiv. Ja, würde er. Safe? Safe. Also du meinst, dein bester Freund würde für dich lügen? Ja. Und du meinst, deine beste Freundin würde dich lügen? Ja. So, holt ihr ganz kurz eure Handys bitte raus. Ich will bitte, dass du jetzt deinen besten Freund anrufst und Folgendes sagst. Yo, Dennis, ich war noch gestern Abend bei dir und wir haben FIFA gespielt, richtig? Und dann sagst du noch, dass deine Freundin gerade zuhört. Und dann gucken wir, was er sagt, okay? Was geht, Bruder? Ich habe mal eine Frage. Du weißt doch, ich war doch gestern bei dir, ne? Ja. Hey, Steven. Ja. Vorgestern haben wir doch FIFA gespielt, weil B denkt, ich war woanders. Aber wir haben doch bis 5 Uhr morgens FIFA gespielt, oder nicht? Ja. Und zwar nur ganz kurz, ich hab so einen kleinen Streit mit Mandy. Sie hört gerade zu. Wir haben doch gestern zusammen 2 Stunden lang FIFA gespielt, ne? Ja. Ja, siehst du? Sag ich doch. Die glaubt mir nicht, dass ich gestern bei dir war und wir haben FIFA gespielt. War ich? Ja, doch, natürlich. Wir waren gestern bei dir, ne? Ja. Ja, guck, hab ich dir doch gesagt. Am Donnerstag, ne? Ja, genau, ja. Sie denkt, ich war mit irgendeinem anderen Mädchen oder so. Nein, nein. Danke, Bruder, das war's schon. Sorry. Alter, so ein kleiner Fällig. Okay. I bet. Nächste Woche sind die Ladies dran, also abonniert, um es nicht zu verpassen. Auf Instagram wird noch eine Frage hochgeladen, also folgt dort auf jeden Fall auch. Mein Name ist Jogger Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube, and I'm out of here. Peace.